Ich war sehr froh, dass wenigstens er überlebt hat. Und sind der Gene wegen dem rechten Stick aus. Ja. Ach so. Was für ein Hintern. Der perfekte Po. Die perfekten kleine Kleinunterwäsche. Die perfekte Boden. Zähne putzen. Putzen jeden. Okay. Okay. Was benutzt der Kolgate? Kolgate? Kolgate. Der Magenverfälschung. Das ist lustig. Witzig, wenn du das. Jetzt erst los, putz schneller. Ey, was? Du bist doch wohl schon fertig. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir müssen schon richtig schütteln hier. Ich schüttle was. Solange immer bis es so wohl weg ist. Dann musst du mir trotzen. Puh. Puh. Mein Gott, der hat echt Arschbacken wie... Ja. Drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen. Schauten Sie sich mit dem linken Analogstick die Dusche an. Oh. Oh la la. Man sieht in dem Spiel auch Boobies. Sieht man auch Penisse? Nein, Penisse nicht, aber Boobies. Ja. Dum, dum. Aber anstatt zu arbeiten... Dum, dum. Was war das jetzt? Dum, dum. Dum, dum. Okay. Kreuz. 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 X! Falsch. Oh. Nochmal! Wenn du jetzt verkackst, musst du einen Tag lang in dem Typi verbringen. Ne? Kreuz. Kreuz. X! Kreuz ist ein Schacht. Oh, das wird dich dein Leben kosten, wenn du das später nicht lernst. Echt? Kreuz. Ja. Kreuz. Kreuz. X! Kreis. X! Scheiße. Du sagst aber X, aber du bist trotzdem das Falsche. Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ja, klar. Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Nee. Wo sind wir? Amerika? Ja. Esen, Autofahren ab 16, ihr ab 21 und Waffen ab 8. Esen, ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Mach ich doch! Hab ich vergessen. Im Wohnzimmerschrank, ja? Aber es ist eigentlich der Essenzimmerschrank. Ja, sie haben sich seit vorhin nicht bewegt. Na, guck mal, das wird hier nicht so eingeblendet. Was war das denn jetzt? Da, wo die Geschenke draufstehen. Mensch! Ich habe schon die Tour. Sieht das aus wie Teller? Ich lese jetzt erstmal Wasser. Mal gucken, was meine Alte dazu sagt. Ja, wenn der Alte ist bestimmt, der kriegt die Spitze schon und die Teller selber. Dann hast du ja schon verkackt, dann gibt's ganz anders. Guck mal, er ist voll hässlich. Jo. Kinder! Papi kommt. Rausfindet. Wieso geht das nicht? Ja, du musst auch aus der Tür rausgehen, ja? Das war ihn. Hab ich doch. Das ist die falsche Tür. Ach so. Was machst du denn da? Ich komme. Geh doch raus. Als wenn eine Kinderadresse gerade brennen würde. Was? Kannst ja auch so mit welchen du spielen möchtest. Mit dem hässlichen oder mit dem hässlichen? Nicht zuerst! Oh Gott! Oh Gott, du bist eine Frau, wie sollst du dich dann entscheiden? Wie kann ich mich entscheiden? Okay, wie immer! Im Helikopter! Stick drücken! Oh, yeah. Oh, Kreis kreisen! Los, schmeiß weg! Und jetzt loslassen! Schlapper. Was habe ich da denn gezockt? Los, kotz! Das ist Biologie. Egal wie schön die eigentlich die Charaktere, die du erstellst. Drücke alle Tasten, alle Tasten, alle Tasten, bis die Vektoren. Warte mal, ich weiß ja nichts. Ja, genau. Okay, Sean, mach dich bereit. Es geht los. Yeah! Du musst steuern! Hey, was ist das? Was machst du denn? Du darfst es nicht über Kopf halten. Zett zur Seite, oder? Willst du, dass dein Kind auf ewig steigen kann? Ja, das Kind darf ich auch. Voll gegen die Wand drin. Oh nein! Lauf doch einfach und beweg dich dabei. Also das Kind lacht sich aus. Er läuft irgendwie immer ganz komisch. Ja, du übertreibst auch ein bisschen mit deinem Kind. Ey, du tust da dran, du
rudern ja da Galerien. Nee, wenn so ein Auto jetzt fahren würde. Drücken! Also immer die Bewegung, die angezeigt wird. Hulk! Du bist so stark, ich finde das sehr sexy. Ha! Bei dem hat ich gewonnen. Ja! Und jetzt aber drauf auf den Fall, du musst von deinem Kind drauf treten. Essen ist fertig. Kommt Papa tot, oh, Essen! Cool! Und lass er mir den Futter zurück, ey. Der hat so komische Schweinsäuglein. Irgendwo im Haus. Sean! Der liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo tot in der Ecke. Sean geht mir und eigentlich echt auf den Sack. Wenn ich mit Jason gefallen, würde ich lachen. Hm? Hast du ein Problem mit dieser Säule? Die Säule so, er hat ein Problem, Alter. Die existiert, ja, du musst drumherum. Nicht durch sie drumherum. Bitte hol jetzt Sean. Ich hol doch Sean! Ich weiß nicht, wo die kleine Kackbratte dran steckt. Das hast du doch gerade. Wo? Oh. Draußen auf dem Flur. Also ich würde mir ja Gedanken machen, mein Kind 24 Stunden am Tag nur am Lachen ist. Ich finde es ja schön, wenn mein Kind lacht, aber 24 Stunden. Siehst du? Ah, Clown! Ich lache auch sehr viel. Wir weißt du, seine einzige Aufgabe ist, auf dieses Kind aufzupassen. Dieses Kind wird es nicht überleben. Hoffst du spoilern? Ja, wirklich, ich hoffe, du spoilern. Was? Ich weiß doch nichts von diesem Spiel. Ich kenne nur deine Qualitäten. Der war jetzt echt mean. Wo ist Jason? Siehst du, deine Qualitäten sind super. Du kannst nicht mal auf ein Kind aufpassen. Er ist zum Clown gelaufen. Da läuft er. Hinterher! Ich kann schneller laufen? Gar nicht. Lauf. Geh einfach hinterher. Jason! Oh. Jason! Du Kackbratz, wenn ich dich in die Finger kriege, lege ich dich übers Knie. Jason! 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 Oh! Der ist irgendwie. Scheiß aufs Abpassen. Oh, scheiß auf Sohn, ey, Titel. Nee, Schaufensterpuppen. Jason! Jason! Ich hab mein Kind schon wieder verloren. Schon wieder, es ist schon das vierte Mal. Oh, fast. Jason! Ich habe als Vater versagt. Ja, das wissen wir schon. Ja, dass du ein schlechter Vater bist, du lässt auch deine Kinder im Garten abfackeln. Ach nicht. Dein Kind ist Asche. Wenn es nicht Asche ist, ist es Mordschüler. Ist es wirklich im Eimer? Jetzt wollte ich mal jetzt Intro. Oh, jetzt erst. Jetzt musst du wissen, wie man mit der Steuerung umgeht. Oh oh. Das wäre der Prolog, das Tutorial. Ja. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt brennen die Kinder durch. Oh, scheiße. My body's not ready. Kannst du nichts machen. Wo rennt das Kind hin? Was? Wo rennt mein Kind hin? Ich werde nicht mehr zulassen, dass hier was passiert. Kind, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich schieb dich einfach beiseite. Ne? Ich glaube, auf Klo. Du kannst jetzt nochmal auf die Uhr gucken. Wahrscheinlich ist jetzt schon Zeit für Hausaufgaben. Wie jetzt? Schon fertig? Nein, du kannst dich hinsetzen und zugucken. Ja, du musst dich hinsetzen und direkt in die Augen dabei schlafen. Jetzt war's auch schon besser. So, starr ihn an. Oh. Schön machst du das, Donio. Guck lieber, was dein Sohn da für eine Hausaufgabe fabriziert hat. Okay. Der ist total geisteskrank. Geht dir dein Sohn? Lass mal sehen. Dein Kind verhungert. Warum kann ich dich mit Kühlschrank in die Augen machen? Weil du ein Mann bist. Das ist ja lächerlich. Nein, das ist männlich. Nein, das ist lächerlich. Das Spiel schon kaputt gemacht, das ist unglaublich. Ich meine jetzt den Kühlschrank. Es wird dunkel. Ich mache lieber Licht an. Licht an? Mach an. Wo ist denn hier der Schuss? Da ist er nicht heute. Dein Kind hat dich gerade weggekriegt. Was macht der da? Was macht das Kind? Er macht sich selbst was zu essen. Oh mein Gott, hast du es geschafft. Super, Dad. Wo ist denn hier der Lichtschwert? Dad, ich hab Hunger. Durch die Gegend rein, nichts machen. Du kriegst garantiertes Achievement. Schlechter Vater. Oh, nach einer Stunde hat er den Lichtschwert gefunden und angeknipst. Der ist jetzt zickig mit dir, jetzt hast du es geschafft. Jetzt machen wir Samenbrot. Das sind nicht Chips genommen.
genommen, du hast es voll vergeigt. Ja, kind, nein, ich werde nach und nach, ich will, dass du so fett wirst. Scheiße. Was steht noch auf meinem Plan? Schlafen? Ja. Schlafen. 20 Uhr Abschlafenszeit. Ja, es ist 4 vor 7. Theoretisch müsst ihr jetzt Abendessen kriegen, aber du hast es ja vergeigt. Er isst jetzt Chips. Super, Dan. Was? Kein Abendessen? Ja, das ist es. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für schon etwas. Ja, dann mach auch. Ja, vielleicht musstest du das erst trinken, wenn er wieder da drin kann. Ich kann nicht mehr in den scheiß Kühlschrank. Vielleicht musst du hinten ins Lager gehen. Also ich persönlich konnte meinem Kind Pizza machen. Hier ist auch nichts. Ja, aber du hast wenigstens Licht angemacht. Oh, Licht ist an. Oh mein Gott, Junge, hier steht so viel Essbares. Jetzt ist der Kind auch noch krank. Du bist so verdammt. Du bist so richtig beschissener Vater. Das ist so unglaublich. Toll. Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Ja, das ist aber eine schöne Ausrede. Das ist eine geile Aktion. Abendessen? Krank? Mama krank, der Gute. Möchtest du dein Abendessen? Du Troll, der wird krank. Ja, ich habe großen Hunger. Ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Mama, ja, ich bin krank. Ja. Ich versuche ihn mit einer Butter zu kurieren. Ja, ich komme wieder mit Butter. Also erst verbrennen sie, dann verhungern sie und dann rafft sie die Pest hin. Weil ich nicht um die Gesundheit kümmere. Liebe die Pizza. Oder Pizza die oder irgendwas anderes. Nimm das. Du nimmst natürlich das Ungesunde, die Pizza. Ja. Mit weißem Tisch, das macht sie ein bisschen warm. Mikrowelle. Putz es ab, ich weiß es nicht. Dein Kind spielt auf dem Sofa. Und wieder bei der Pest dahin gehabt wird. Ach, so ein Blödsinn, den geht's gut. Aber ich frag ihn mal. Ja, wie ist das gut? Sean niest. Er bekommt wahrscheinlich eine Erkältung. Ja. Boah, gut, dass du das festgestellt hast. Kein Scheiß, Sherlock. Willst du nicht das Essen hochschauen? Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Oh, sorry. Hier, das Essen muss verkohlt noch. Ja. Nix kannst du auch von der Kasse bestehen. Ein schlechter Vater, ey. Lass mich, ich hab Pizza gemacht. Das ist bestimmt jetzt auch schon wieder kalt. Nee, vor ja. Essen. Schneide, wie du noch nie geschnitten hast. Holzpizza. Das ist gar nicht grün. Die ist ja noch steif gefroren. Du kannst kommen, Sean. Oh, er kriegt nur ein Stück Pizza. Die restlichen Stücke kriegt er den Fahren wahrscheinlich. Deswegen ist sie auch schon grün. Er hat die schon 5 Tage vorher gekauft, nur für diesen Abend. Ja, und jeden Abend gibt es ein Pizzastück. Mensch, mein Junge. Für mehr hat er die kein Geld mehr, weil er arbeitslos ist. Mach lieber den Fernseher aus. Okay. Falls dein Sohn den noch nicht ausgemacht hat. Ich glaube nicht. Schluss jetzt hier mit Cartoons, sie sind gefährlich. Könnte es Amokläufer werden. Schickt dir hier ins Bett. Ich meine, schön, dass da immer diese Cartoons halt laufen, aber die laufen irgendwie im... Kind, geh, schlafen jetzt. Ja, mach richtig, dass du Pelle dran. Alles kalt, ey. So nicht, mein Freund. Mach wieder auf. Da läuft schon wieder Voodoo. Oh. Nicht mehr das ist Tippi. Mein Gott, Regenbögen. Ich glaube, mein Sohn ist gay. Sohn Regenbögen als Tippi. Mein Sohn ist gay. Habe ich nicht gesagt, die Kinder werden noch schwul. Oh, hat mein Bild gemalt. Oh. Oh. Papi und Jason Tumut. Am Boden. Naja, ich lebe ja noch. Sein könnte. Nein, Sir. Bitte, ich kann ohne ihn nicht schlafen. Okay, jetzt hat der Kind auch noch übermüdet, weil das Handy nicht verdorben. Das wird jetzt bestimmt wieder lang, den Teddy zu finden. Ja. Schlepper. Hast du nochmal gesagt, wo der ist? Vor der Einfahrt. Vor der Einfahrt? Was? Ich weiß es nicht. Vor der Einfahrt, der kommt, glaube ich, gar nicht aus seinem Haus raus. Wo ist der scheiß Teddy? Ich habe meinem Kind nicht zugehört. Ich muss mal so gucken, was er denkt.